Und da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Ich begrüße euch herzlich zu einer freien und offenen Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier im Radio und im Fernsehen live, dann meldet euch ganz einfach unter unserer bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Der erste Anrufer heute Nacht ist die Melissa. Melissa ist 24 Jahre alt. Guten Morgen, Melissa. Hallo. Hallo. Hörst du mich? Hallo, Domian. Ja, ich höre dich. Das ist gut. Um was geht's bei dir, Melissa? Worum es bei mir geht. Also, bei mir ist Folgendes los. Ich habe seit ungefähr 2 Wochen eine neue Arbeitsstelle. Mhm. Und ich habe irgendwie so einen total netten Chef und ich habe mich jetzt ein bisschen in den verschossen, sagen wir mal so. In den neuen Chef? Ja, genau, in den neuen Chef. Ohne jetzt zu viel zu verraten, was ist das für eine Branche, in der du arbeitest? Ich bin in einem großen Bürokomplex tätig und der ist der Büroleiter. Ach so. Mhm. Ja, das ist ja ungefähr so klar, grob, was du machst. Mhm, genau, ich bin deine Buchhalter. Wie alt ist denn der Chef? Mein Chef, der ist jetzt um die 40 ungefähr. Um die 40? Mhm. Aber du bist erst 2 Wochen da. Ich bin erst 2 Wochen da, ja. Und hast dich in ihn ein bisschen verguckt, kann man sagen. Verliebt ist noch ein bisschen früh, glaube ich, ne? Verliebt ist noch ein bisschen früh, das ja. Stimmt. Also, aber jetzt ist gut, dass wir jetzt sprechen, denn jetzt besteht die Möglichkeit, noch die Notbremse zu ziehen. Ja, genau. Oder Vollgas zu geben, richtig. Ja, genau, genau so sieht's aus. Weißt du irgendwas über den Chef, was der so treibt, privat? Ich weiß eine Menge über den. Ich meine, der ist auch sehr offen und ich unterhalte mich super viel mit dem. Ich flirte auch irgendwie permanent mit dem. Flirtet er zurück auch? Ja, auf jeden Fall. Ah ja. Mhm. Aber ich weiß nicht, auf welcher Basis das ist, weil auf der einen Seite, der ist auf jeden Fall liiert, der hat auch Kinder. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das nicht einfach so seine Art ist, weil das ist schon ein bisschen krass. Ich meine, mit einer Familie im Hintergrund solche... Aber du kannst das doch beobachten, wie er mit den anderen Mitarbeitern umgeht. Mhm. Auch mit vor allen Dingen mit den weiblichen. Geht er da auch so lockerflockig und nett um wie mit dir? Nein, eigentlich nicht. Also mit dem Hauptteil nicht. Das ist eigentlich schon speziell so zwischen uns. Du hast aber keinen Freund im Moment, um das mal zu klären. Nein, ich bin Single. Das heißt, du wärst offen für eine Beziehung. Auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. Weißt du, Minister, bei mir schillen gleich immer alle Alarmglocken, wenn ich sowas höre, von wegen Chef und Mitarbeiterin. In der Regel ist das immer schlimm. In der Regel ist es immer kompliziert. Und in der Regel geht es nicht gut aus. Sicher, es gibt auch Ausnahmen und wenn die Liebe richtig groß ist und wo sie hinfällt, da kann man sie eh nicht aufhalten. Aber wenn es jetzt so auf so einer Ebene noch stattfindet, ja, man flirtet, ich finde den ganz nett und wo man es selbst noch so ein bisschen befördern kann, sein Gefühl, würde ich per se sagen, stopp es. Ich normalerweise auch. Und ich meine vor allem mit dem Aspekt, dass er noch eine Familie im Hintergrund hat. Ich meine, das kann ich ja gar nicht machen. So, das ist ein Argument. Ein anderes Argument ist, du bist seit 2 Wochen erst in diesem Job. Wie lange hast du für diesen Job gesucht oder nach diesem Job gesucht? Also ich meine, das ist schon eine gute Möglichkeit für mich, vor allem, weil ich da auch super Aufstiegsmöglichkeiten habe. Also, in diesem Job. Also darauf wollte ich hinaus. Ja. Der Job ist hier wichtig und die Gefahr eventuell, wenn es aufliegt, dass du dann gehen musst, weil du die Schwächere in der Hierarchie bist, wäre ja auch schlimm. Das wäre auch schlimm, das stimmt. Ja, und was meinst du, wie schnell so etwas innerhalb einer Kollegengemeinschaft rum ist? Ja, das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell. Sicher, man kann alles perfekt irgendwie auch mal eine Weile geheim halten, aber ich würde an deiner Stelle, wenn es irgendwie ginge, sage ich mal mit den Einschränkungen, die Finger davon lassen. Wenn es nur so eine Schwärmerei ist im Moment, wo du denkst, ach, der ist ja süß und der ist nett und der ist toll. Das ist ja das Problem. Weil, ich meine, das fängt ja auch gerade erst an. Ja, weißt du, es ist ja vielleicht sogar ganz nett, das auf so einer Ebene zu halten. Da macht die Arbeit mehr Spaß. Lass es einfach auf so einer netten, angespannten Flirt-Ebene. Geh aber nicht einen Schritt weiter. Dann gehst du gerne zur Arbeit, du hast dein Späßchen, ohne dass irgendetwas passiert und allen geht's gut. Und er hat auch seine Freude an dir. Ja, eigentlich denke ich mir das ja auch so, aber das ist irgendwie so schwierig, weil ich meine, das ist wirklich irgendwie heftig. Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Ich habe vorletzte Nacht von dem geträumt. Ich träume ständig von dem, ich muss ständig an den denken. Und halt das, was mir irgendwie so Kopfschmerzen bereitet, weil ich meine, das kann ja nicht so weitergehen irgendwie. Das ist ja dann auch total komisch auf der Arbeit, dann dem gegenüber zu stehen unter diesen Umständen. Das stimmt. Aber ich glaube, es kommt auch darauf an, zu was man sich so innerlich jetzt vielleicht in der Phase auch entscheidet. Ja, ne? Im Moment bist du ja noch so ein bisschen am Wanken.
Ja. Beim Schwimmen. Wenn du jetzt aber eine Entscheidung triffst und sagst, nein, ich mache das nicht, ich finde den zwar nett und flotte gut, dann bremst du dich ja auch etwas ab, in dem Sinne, dass du dich dann nicht noch mehr hineinsteigerst und hineindenkst. Hm. Ich würde sagen, wenn es irgendwie geht, nein, Melissa. Gerne. Mach also deinen Job. Denke ich mir das auch. Sei froh, dass du einen Job hast. Such dir einen knackigen Kerl außerhalb des Büros und ich glaube, dann funktioniert das alles viel besser. Meine liebe Melissa. Das glaube ich auch. Ich meine, ich wollte mir nur noch so die Bestätigung holen, weil eigentlich bin ich auch grundsätzlich dagegen. Ja, gut. Und ich hoffe, dass ich das auch so umsetzen kann. Das hoffe ich dann auch wirklich sehr. Das hoffe ich für dich, liebe Melissa. Alles Gute. Danke, schön, gleich. Tschüss, danke, tschüss. Ciao. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt hier, dann meldet euch ganz einfach oder mailt unter domian@wdr.de, schreibt in die Mail bitte kurz euer Thema rein, nicht zu lang, dann müssen die Kollegen nicht so sehr viel lesen und schreibt unbedingt natürlich auch eure Telefonnummer rein. Hier ist die Angela, 29 Jahre alt, guten Morgen. Morgen, hallo Angela. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir, du hattest vor etwa 2 Wochen das Thema Haut. Haut, ja genau. Ja. Und ich hatte schon mal versucht, dich zu erreichen. Und zwar ging es darum, mein Vater hat vor circa 9 Jahren sich selbst angezündet und verbrannt. Oh. Das heißt, 90% der Haut, man kann quasi sagen, bis auf die Füße war eigentlich alles verbrannt. Wie hat er das gemacht? Hat er sich mit einer Flüssigkeit überschüttet? Benzin? Mit Benzin. Ja, der hatte eigentlich ein Dieselauto. Mhm. Und hat sich aber Benzin in Flaschen, in Wasserflaschen abgefüllt. Mhm. Und hat sich vorher Mut angetrunken, sowie Tabletten geschluckt, wahrscheinlich um sich zu beruhigen. Mhm. Ja, ist dann in so ein, bei uns gibt es so ein Bundeswehrgebiet in der Nähe. Ja. Und ist dann mit dem Auto hingefahren. Ja. Hat das Auto so, kann man sagen, in so einen Graben gestellt. Wohin gestellt? In so einen Graben rein. In den Graben, ah ja. Mhm. Und hat dann die Flaschen genommen und sich dann übergossen, wohl vom Kopf runtergegossen. Im Auto sitzend? Im Auto sitzend. Im Auto sitzend. Ja. Und hat sich dann angezündet. Ist dann, wie ich von Erzählungen weiß, mit wie eine brennende Fackel in diese Gaststätte wieder zurückgelaufen. Ach, er ist dann aus dem Auto rausgesprungen? Genau. Brennend? Ja, brennend. Quasi wie eine Fackel, kann man sich das vorstellen. Und da war eine Gaststätte in der Nähe? Genau, wo er vorher auch gegessen und auch Bier getrunken hatte. Mhm. Und ist dann da rein und die haben ihn dann gelöscht. Das waren ja alles Freunde und Bekannte. Boah, ist das eine Horrorszene, wenn die ihn auch noch gekannt haben. Und ja, er hat vorher da gegessen, geht raus und kommt nach einer gewissen Zeit als brennende Fackel wieder. Vielleicht eine halbe Stunde zwischen, vielleicht eine Dreiviertelstunde. Aber dann war er auch nicht so weit in dieses Gelände rausgefahren, ne? Nee, das sind ungefähr 100 Meter. Ach so. Ja. So, dann haben die ihn gelöscht? Genau, und wiederbelebt. Ja. Ja, einen Krankenwagen und Notarzt und so gerufen. Und die haben ihn dann ins Klinikum gefahren. Kurze Frage dazwischendurch. Wie haben sie ihn gelöscht? Mit Decken? Mit Wasser, was sie gerade da hatten. Das war ja eine Gaststätte und die haben die ja immer Wasser, wo die Gläser drin spülen. Und da haben die einfach das erst beste Wasser hatten genommen und ihn dann so vor Ort gelöscht. Mhm. Ja, und bei uns war es halt so, meine Mutter hat sich vorher getrennt. Erzähl erst mal weiter. Er ist dann in eine Klinik gekommen. Genau, ins Klinikum. Und dann? Dann haben die ihn zuerst mal versorgt und in künstliches Koma gelegt. Mhm. Und man kann sich dazu vorstellen, wie so eine Mumie eingewinkelt ist. Mhm. Also von Kopf bis zu den Knöcheln, kann man quasi sagen. Und du sagst, 90% der Haut war verbrannt? Ja. Er hat das nicht überlebt? Er hat es noch 9 Tage geschafft. 9 Tage noch? Ja. Aber hoffentlich im Koma die ganze Zeit? Ja, im Koma gelegen, klar. 9 Tage noch. Was war denn jetzt der Hintergrund dieser schrecklichen Tat? Also mein Vater, der war alkoholabhängig, mhm, über Jahre hinweg. Mhm. War ein sehr, wie soll ich sagen, so ein richtiger Tyrann, kann man quasi sagen. Mhm. Hat uns Kinder nachts aus dem Bett geholt und so. Also keine so eine gute Erinnerung an den Vater? Er war auch zeitweise ein lieber Mensch und er war auch sehr hilfsbereit. Und aber da... Das war immer so ein zweischneidiges Schwert. Über Tag, wenn er nicht trank, war er eigentlich ein sehr liebevoller Mensch. Also Alkohol hat ihn verdorben. Ja, aber total. Mhm. Total. Und die Verbindung zwischen deiner Mutter und ihm war wahrscheinlich dann auch nicht so... Das war immer eine Tortur.
Also jedes Wochenende, immer wenn Freitagabend war, ging es dann los. Und es, für meinen Mann, dass der das überhaupt mitgemacht hat, wir sind mittlerweile 11 Jahre verheiratet, aber so die erste Zeit, der hat dem Geld geboten, dass der mich verlässt und so. Also wie, der hat deinem Mann Geld geboten, dass er dich verlässt? Ja, genau. Also er hatte was gegen die Verbindung zwischen dir und deinem Mann. Nee, aber der hat dann gesagt, so, das ist meine Tochter und was muss ich dir bieten, damit du die verlässt? Du hast ja dann auch sehr früh geheiratet. War das auch ein Grund, um einfach von zu Hause wegzukommen? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Also ich hatte eine Mutter, die eine Bildermutter war. Mhm. Die hat uns so beschützt, wie nur eine Mutter einen beschützen kann. Ja. Die hat uns auch die ganze Liebe gegeben, die wir von meinem Vater ja gar nicht bekamen. Wie viele Geschwister gibt es noch? Ich habe noch zwei. Noch zwei. Ja. Noch einen älteren Bruder und einen jüngeren Bruder. Sag mal noch. Ja. Und ich muss sagen, meine Mutter, die war wirklich immer für uns da. Die hat uns auch eine super Kindheit, wenn mein Vater im Laufe der Woche nicht da war, weil er auf Montage war. Ja. Also alles mit uns gemacht. Du hast es mehrfach schon gesagt, wir hatten eine tolle Mutter. Ist deine Mutter auch verstorben? Nein, sie lebt noch. Nein, es ist alles super in Ordnung. Alles super. Lass mich nochmal auf den Vater zu sprechen kommen. Habt ihr ihn dann im Krankenhaus besucht, die 9 Tage, als er noch gelebt hat? Meine Geschwister, meine Mutter nicht, nein. Nein? Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht, warum nicht. Du ja. Ich war jeden Tag da. Du warst jeden Tag da. Was meine Mutter bis heute nicht versteht. Also ich war in einer Situation, ich hatte selber eine Tochter, die dann knapp 1 Jahr war. Und für mich war es so, natürlich war mein Vater ein Tyrann und hat mich oft ziemlich genervt und ziemlich auf die Schuppe genommen und so. Aber ich habe immer gedacht, es ist mein Vater. Ja, und in der Notsituation oder in der Sterbesituation hast du ihm das vergeben, was in der Vergangenheit war. Ja, und du wolltest bei ihm sein. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also das stelle ich mir als eine der schlimmsten Verletzungen überhaupt vor, schwere Verbrennungen zu haben. Also, wie liegen die Menschen? Liegen die auf Folien? Oder? Also er lag eigentlich in einem Bett, was so mit Sand war. Weißt du, was sich den Körper so anschmiegt? Und da war es halt immer diese Position wechselt. Ja, war er bekleidet? Kann man einen verbrannten Menschen bekleiden? Nein, er hatte von Kopf bis Fuß wie eine Mumie eingewickelt, kann man sich, nur mit Verbänden. Ach so, Verbände hatte er am überall. Am ganzen Körper. Also ich habe meinen Vater eigentlich nur an seinen Augen und an seiner Körperstatur erkannt. Aber die Augen hatte er geschlossen, oder hatte er die Augen waren geschlossen, ich konnte es nur an die Augenform erkennen. Verstehe. Weil die Augen hatten sie ihm nicht verbunden, sondern die blitzten noch so aus den Verbänden heraus. Woran ist er dann letztendlich gestorben? Er ist an der Sepsis gestorben, das heißt, durch diese Verbrennungen bilden sich Viren, Bakterien auf der Haut, die sich nachher in den Blutkreislauf begeben und dann quasi einen von innen vergiften. Vielleicht, so schlimm das auch immer ist, wenn man das so sagt, aber vielleicht war es für ihn eine Erlösung, dass er gestorben ist. Denke ich heute auch so. Ja, bei dem Grad der Verletzung ist das ja unfassbar. Die Ärzte waren schon ehrlich und haben gesagt, dass sie nicht glauben, dass er durchkommt, weil die Verbrennung zu groß ist. Glaubst du denn aufgrund dessen, dass deine Restfamilie nicht dort war im Krankenhaus, dass die damals zumindest deinem Vater nicht vergeben haben? Also zum damaligen Zeitpunkt glaube ich nicht. Also das war so zerrüttet, das Verhältnis auch zwischen der Frau, also deiner Mutter und seiner Frau, dass sie selbst nicht quasi an sein Sterbebett gegangen ist. Also sie hat es nach 9 Tagen gemacht. Ah ja. Also weil sie wusste, dass mein Vater auf sie wartet. Und so war es auch. Ah ja. Und dann ist er gestorben. Dann ist er, sie war abends da und nachts 1 ist er dann gestorben. War eine schlimme Zeit für mich. Das glaube ich. Das Ganze liegt 9 Jahre zurück. Hat er denn damals einen Abschiedsbrief hinterlassen? Irgendetwas? Ja, aber mehr mit Vorwürfen behaftet. Also den Abschiedsbrief haben wir auch nicht zurückbekommen, weil die Kriminalpolizei den in den Händen hat und die haben den auch nicht rausgegeben. Ich durfte ist vielleicht, mal vielleicht auch gut so, ne? Auf einer Seite ja, aber... andererseits würde man schon gerne wissen, was er reingeschrieben hat. Aber also woher weißt du, dass Vorwürfe sind, wenn du ihn nicht gelesen hast? Die haben mir kurze Abschnitte daraus vorgelesen. Ah ja. Warum haben die ihn euch nicht gegeben? Um euch zu schützen? Oder was ist das für ein... Ich weiß nicht, warum genau. Das kann ich nicht sagen. Hat man denn nicht ein Recht darauf, als Angehörige das zu erfahren? Ich
ich weiß nicht, vielleicht bestanden auch so schlimme Dinge, denn dass es nicht uns zumuten wollte. Vielleicht, vielleicht. Ja. Vielleicht ist es auch gut so, dass es so dann, dass ihr es nicht gelesen habt. Denn du hast ja, so wie ich es rausgehört habe, sowieso deinen Frieden mit deinem Vater geschlossen. Ja, ich bin auch nochmal hingefahren. Also wie er gestorben ist um 1 Uhr. Mhm. Also war es ganz automatisch. Ich habe mich angezogen und bin hingefahren. Mhm. Und habe mich also verabschiedet, weil ich mir gedacht habe, das ist der einzige Moment, den ich noch habe, mhm. wo ich meinen Vater sehen kann. Mhm. Und wo ich mich verabschieden kann. Weil ich sehe ihn nicht, nie mehr in meinem Leben. Das war für mich ein ganz wichtiger Augenblick, wo mich aber keiner drin versteht. Weder meine Geschwister noch meine Mutter. Ich muss dir sagen, ich habe da Respekt vor. Aber wenn, auch wenn du, vor allen Dingen, wenn du sagst, du hast auch eine schwere Kindheit gehabt oder es gab schon heftige Zeiten früher als Kind, als Jugendliche, die er verschuldet hat. Dass du dann als 20-jähriges Mädel dahin gehst und so viel Größe zeigst und ihm vergibst, finde ich grandios, muss ich dir sagen. Finde ich ganz toll. Und es ist für dein Gewissen und wenn du über die Vergangenheit nachdenkst, sicher auch ein gutes Gefühl, dass du es so gemacht hast. Auf jeden Fall. Ja. Ich danke dir für den Anruf, Angela. Bist du denn mit den Geschehnissen so weit mit dir im Reinen, dass du auch jetzt keine psychologische Betreuung mehr brauchst? Oder also so? Ich habe ein halbes Jahr psychologische Betreuung gehabt. Ja. Um mit diesen Schuldgefühlen, die ich hatte, hättest du es früher erkennen können, hättest du ihm irgendwie helfen können. Um damit klarzukommen. Und also jetzt? Ich habe heute eigentlich damit abgeschlossen. Ja. Dann danke ich dir für deinen Anruf. Kann ich schon ein Autogramm haben, Domian? Ja, dann leg du bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Ah, super. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Hier ist Ralf. Ralf ist 43. Guten Morgen, Ralf. Hallo. Ja, Jürgen. Schönen guten Hallo, Ralf. Wo bist du denn? Das klingt aber seltsam und weit weg. Ja, warte mal. Ich gehe mal eben wieder zurück hier. Ich bin am Arbeiten. Aha. Was arbeitest du denn? Bitte? Was arbeitest du? So, jetzt muss ich erstmal das Radio leiser machen. Bitte, ja. Ich bin nachts noch mit dem LKW unterwegs. Ach, du bist mit dem LKW unterwegs. Ach, so, aber du stehst jetzt. Jetzt bin ich gerade mal eben reingegangen und mach mal kurz mal eine 2 Minuten Pause für dich. Das ist ja nett. Dann geht's weiter. Wo bist du unterwegs zurzeit? Im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet. Wie sind die Straßen da? Ist so Schnee oder irgendwie Glatteis? Nee, hier ist alles trocken. Weil hier in Köln ist es für Köln schon recht kühl. Und man meldete ja irgendwie Schneefall oder in den Höhenlagen. Ja, gestern war es bei uns da oben auch so ein bisschen useliger, sag ich mal. In Norddeutschland? Und so weiter. Kommst du aus Norddeutschland? Nee, ich bin auch hier unten im Ruhrgebiet. Achso, weil du gesagt bei uns. Ah ja. Münster, die Ecke. Ralf, warum rufst du an? Ja, geht eigentlich darum, meine Vorgängerin hatte ja auch auf eine Sendung von vorher schon mal zurückgegriffen, bei mir ist halt genauso. Du hattest ja letztes Mal dieses Thema mit Schweiß. Schweiß, ja genau. Genau, und da habe ich eigentlich früher auch immer sehr viele Probleme mit gehabt, was Hand- und Fußschweiß angeht. Und das habe ich dann in der Bundeswehrzeit, habe ich das so super in den Griff gekriegt, dass ich mir gedacht habe, ich sag jetzt mal der Menschheit Bescheid. Wie bei der Bundeswehr kriegt man Probleme mit Schweißfüßen in den Griff, das ist ja doll. Nein, ja, richtig, genau, ja. Dass ich da endlich das Problem mal angepackt habe. Früher in der Schule hast du immer das Problem gehabt, wenn das Löschblatt unter der Hand lag, dann hat sich das so aufgelöst. Also so stark war das. Also hauptsächlich in der Hand und an den Füßen. Genau. Oder unter den Armen auch. Nee, weniger. Ich habe auch nie auf der Stirn geschweißt oder auf der Stirn geschwitzt. Ja. Also da habe ich, also nie, wenn andere Leute das Wasser so mehr oder weniger an den Backen runterlief, da habe ich gedacht, was machen die denn da? Ja. Da habe ich also keine Probleme mit gehabt. Und wie gesagt, das Problem war eigentlich nur an den Händen und den Füßen. So, jetzt zur Bundeswehr. Was ist da passiert? Ja, da habe ich dann, mal nachgefragt bei uns, was man da tun kann. Mhm. Und dann bin ich damals bei uns im Standort Osnabrück, mein Gott, völlig außer Atem hier, Standort Osnabrück bin ich dann hingefahren und habe da gefragt, was man da machen kann. Und die kamen halt mit dieser Iontophorese, das ist so eine Reizstrombehandlung, kamen die um die Ecke, was ich da angefangen habe bei denen und das hat also super eingeschlagen. Ich finde schon erstmal schrill, dass man und irre, dass man, wenn man bei der Bundeswehr ist, irgendwo zu einem Vorgesetzten gehen kann und sagt, ich habe Schweißfüß. Finde ich schon verrückt. Aber offensichtlich geht es und das ist ja auch gut so. So, ja, dann haben die dich behandelt mit so einer Elektrostromtherapie. Genau, so wie gesagt, also das Hauptwort oder Fremdwort dafür ist Iontophorese. Ja. Wie sieht die Behandlung aus? Die sieht eigentlich so aus, also am Anfang war es so, bei denen, die haben also dann Wasserbecken gehabt, wo ich die Arme drauf, beziehungsweise wo ich dann die Hände komplett unter Wasser legen konnte, bei den Füßen genau das gleiche. Ja. Und dann wird da halt Reizstrom mehr oder weniger durchgeschossen, ja. Genau, und das geht also bis zu, ja, ich sag mal, zwischen 30 und 40 Volt. Das heißt, das kribbelt ganz schön.
Bitte? Das, ja, das kommt drauf an, das ist tagesformentscheidend. Ja. Heutzutage ja auch noch, wenn ich das mache. Also einige Tage hast du mit dabei, da kannst du halt 30, 35 Volt einstellen, da merkst du nichts von. Und dann hast du andere Tage wieder mit dabei, da hast du dann, was weiß ich, bei 27, 26 Volt hast du dann schon Feierabend. Ah, du machst das regelmäßig bis heute? Ja, ja, klar. Also alle 4 bis 6 Wochen. Und das hat zur Folge, dass man nicht mehr so stark schwitzt? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Gar nicht mehr. Das ist sogar mittlerweile, wenn man es verkehrt macht, so schlimm, dass also die obere Hautschicht so mehr oder weniger, du kennst das, wenn man trockene Finger hat, dass die Haut aufplatzt. Ja, ja. So, das heißt also während dieser Zeit muss man also zusehen, dass man da ein bisschen mehr mit Cremes behandelt und so weiter, dass man die Haut da geschmeidig hält. Und jetzt stellt sich mir gerade die Frage, da ist ja körperlich irgendetwas im Gange, was den Schweiß produziert. Ja. Der Schweiß wird nicht produziert, aber das, was das ausgelöst hat, das Schweiß produzieren, das ist ja noch da. Ja gut, aber das Problem ist ja einfach, oftmals ist es ja so von der Psyche her, sagt man ja auch. Mhm. Wobei ich meine, man sagt das jetzt, aber man kann ja schlecht, sag ich mal, irgendwo denken, du willst jetzt nicht schwitzen, gerade dann machst du es ja mehr. Ja, natürlich. So, und das Problem war ja immer, jetzt fährst du nach Tante A oder Tante B besuchen und du bist der Dritte in der Reihe, der die Hand geben muss. Mhm. Und die ganze Sache hat sich dann natürlich dahin verstärkt, dass du also wirklich deine Hände zigmal an der Hose abgeputzt hast und. Waren das denn immer Situationen? Ja klar. Waren das Situationen oder sind das Situationen, in denen du stark schwitzt an Füßen und Händen, wenn du angespannt bist, wenn du nervös bist, Stresssituationen hast? Ja, natürlich, natürlich. Aber wenn ich diese Behandlung gemacht habe, dann nix. Und da passiert nichts. Da kannst du mich noch so viel ärgern und machen und tun, da passiert nichts. Das heißt, du brauchst eine ganze Woche keine Socken waschen? Ja, gut, ich meine, wenn ich jetzt ja sagen würde, würden manche denken, also muss man doch trotzdem Nein, machen. Aber ist das ein Scherz? Aber, Nein, übertriebenerweise ist es schon so, ja. Und vorher wäre es jetzt übertrieben, wenn ich gesagt hätte, früher waren die, wenn du ein paar Stunden Schuhe anhattest, klatschnass, die Strümpfe? Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Das lag also dann aber auch an. Im Hochsommer, bitte? Nee, bitte, ja. Auch im Hochsommer, ich sag mal, wenn, ich merke das am meisten hier beim Fahren. Mhm. Das fängt bei den Füßen dann am ehesten an, an den Händen dauert es dann so eine Woche, anderthalb Wochen länger. Ja. Und wenn ich das dann merke, dann fange ich wieder an damit, mache meine 5 Behandlungen eine halbe Stunde. Ja. Und habe dann wieder für, ja, ich sag mal, im Winter dauert es länger, da habe ich dann 6, 7 Wochen Ruhe und im Sommer machst du es dann alle 4, 5 Wochen. Also die Bundeswehr hat dich draufgebracht auf diese Methode. Genau. Und du machst es seitdem immer weiter auch. Genau. Wo macht man das? Bei einem Arzt oder in? Nein, zu Hause. Zu Hause. Ich habe dann damals eine Adresse von der Bundeswehrstelle beziehungsweise von dem Bundeswehrkrankenhaus bekommen, ja. Wo ich so ein Gerät bestellen konnte. So, da waren früher anfangs halt diese 9 Volt Blöcke drin. 4 Stück davon sind halt 36 Volt. Das war natürlich auf die Dauer sehr teuer. Ja. Weil wenn du da 4, 5 Anwendungen gemacht hast, dann waren die Dinger so weit runtergefahren, dass es also nichts mehr gebracht hat. Mhm. Und da ich ja mit Elektrotechnik aufgewachsen bin, beziehungsweise in der Lehre was gemacht habe, habe ich mir einfach gesagt, weißt du was du damit machen kannst? Das kannst du auch genauso gut mit einem normalen Netzteil machen. Das heißt also, heutzutage schließe ich ein Netzteil an. Ach so, praktisch, drehe mir meine Voltzahl so hoch, wie ich es haben kann oder haben möchte und bin dann, wie gesagt, immer auf dem gleichen Level. Ja, wie teuer war das Gerät? Das Gerät damals hat ein Schweinemoos gekostet, 630 D-Mark war es ja noch zu dem Zeitpunkt. Ja. Und wie gesagt, heutzutage habe ich mir ein Netzteil besorgt, das, ja, ich sag mal, kriegt man irgendwo für 80, 90 Euro. Könnte mir aber vorstellen, wenn man darunter so leidet, dass sich das dann durchaus, vor allen Dingen, wenn man das über viele Jahre auch benutzen kann, durchaus rentiert, ne? Und eine gute Anschaffung ist. Vor allem heutzutage ist es ja so, wenn ich dann die Behandlung nicht mache, weil ich aus irgendwelchen Gründen oder so nicht dazu komme, dann ärgere ich mich nachher schwarz, dass ich also vor 5 Tagen nicht angefangen bin damit, weil ich dann nämlich Ruhe hätte. Ja. Und jetzt aber, wie gesagt, halt wieder diese Absonderung da habe und mich das dementsprechend dann so viel nervt. Ich wüsste auch nicht, wenn ich es also damals nicht gemacht hätte, wie ich da heute mit leben könnte. Mhm. Ist es bei dir auch so? Manche Leute haben ja starken Schweißausdunstung, das riecht aber nicht. Manche haben starken Schweiß und es riecht. Wie war es bei dir oder ist es bei dir? Gar nicht. Kann ich nicht sagen. Also nur Schweiß? Ja, richtig. Dann geht es ja noch, ne? Das war nicht unangenehm. Ja. Wie lange hältst du die Hände dann rein in das Wasser? Eine halbe Stunde. Ich sag mal, wenn ich sage, ich möchte jetzt richtig Gas geben, dann mache ich auch eine Dreiviertelstunde, je nachdem, zu welcher Situation ich das mache. Ich sag mal, da setze ich abends vor das Fernsehen und sitze dann eine halbe, Dreiviertelstunde. Manchmal merkst du auch gar nicht, dass die Zeit umgeht. Ja. Dann machst du dir unten in die Füße, machst du noch so einen schönen Zusatz mit da rein, damit es dann angenehm wird und so weiter. Die Möglichkeiten sind ja offen dazu. Also sieht man doch mal, was die Bundeswehr für ein toller Verein ist, ne? Hä? Ich hab's noch nie bereut, da hingegangen. Aber hallo, was die Jungs da für Tipps auf Lage haben, das habe ich hier in der Schweißsendung, hat das auch keiner erzählt, dass man das auch so machen kann. Ja, ich wollte eigentlich, oder ich hatte damals auch, weil jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Wochen ist das ja noch. Ja, genau, ja.
bei meiner letzten Nachtschicht und da wollte ich auch anrufen, bin aber nicht durchgekommen. Ich denke, da musste aber irgendwann musste auch mal die Gelegenheit nutzen. Wenn jetzt jemand spitze Ohren bekommen hat, wo kann man denn diese Geräte erwerben? Wo gibt es das? In Sanitärgeschäften? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich sagen, auf jeden Fall. Oder seinen Haushalt einfach mal darauf ansprechen. Oder vielleicht in wie gesagt, ich hab eigentlich ein handelsübliches Netzteil, was bis 40 Volt geht. Ja. Und habe eben zwei Wannen mit dabei, wo da sind ja Metallplatten drin. Mhm. Metallplatten mit so einer Gummiauflage da drin. Damit du also nicht direkt auf die Metallplatten drauf also, ich glaube, wenn die Bundeswehr das weiß, dann weiß das auch jeder Hausarzt oder jeder, auch. Vielleicht auch in so Geschäften, wo man so medizinischen Bedarf kaufen kann oder so. In der Apotheke, vielleicht weiß man das auch. Ja, genau. Also ich denke schon, da, wie gesagt, das sind da so Sachen. Mit wenigen Mitteln oder mit geringen Mitteln kann man die Sache also wirklich meines Erachtens nach gut in den Griff bekommen. Also, das war ein toller Tipp und eine tolle Information. Habe ich so auch noch nicht gehört, Ralf. Ja, zu einer tollen Sendung gehört das. Vielen Dank und dann wünsche ich dir jetzt gute Weiterfahrt und komm heil und gesund da an, wo du ankommen musst. Ich danke dir, Domian. Tschüss, mach's gut. Ja, angenehme Nacht noch. Jo, tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr mich auch gerne erreichen wollt, hier, dann meldet euch übers Telefon, kostenfreie Telefonnummer oder mailt uns unter domian@wdr.de. Wir haben eine freie Themennacht, also ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne reden wollt. Manuela ist hier. Manuela ist 48 Jahre alt. Hallo Manuela. Hallo, guten Abend, Domian. Ja, hallo. Ich bin jetzt ein bisschen nervös, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Das ist ganz normal. Ja. Was ist denn dein Thema? Bitte? Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist die Drogensucht meines Sohnes. Wie alt ist denn dein Sohn? Der ist jetzt 32 geworden. 32 schon? Ja. Moment, dann hast du den aber sehr früh gekriegt. Ja. Mhm. Was für Drogen nimmt er? Also sehr harte Heroin. Heroin? Mhm. Und das seit über 10 Jahren. Ja. Und ich habe ihm auch immer wieder geholfen. Und er hat deswegen auch schon im Gefängnis eingesessen und er ist jetzt vor 2 Monaten aus dem Gefängnis wieder entlassen. Warum war er im Gefängnis? Beschaffungskriminalität? Beschaffungsmaßnahme, BTM. Ja. Wie lange war er im Knast? 1 Jahr jetzt. 1 Jahr? Mhm. Das ist aber schon das 3. Mal. Hat er vorher, bevor er im Knast war oder zwischendurch, auch was gearbeitet oder geht das gar nicht mehr? Nie. Gar nichts, nein. Hat auch nie eine Lehre gemacht oder irgendwas? Angefangen damals hat er die Lehre und seitdem, wo das dann losging, auch nicht mehr gearbeitet. Und wann kommt er raus aus dem Knast? Er ist jetzt seit 2 Monaten wieder. Seit 2 Monaten ist er raus wieder. Ich dachte, in 2 Monaten. Mhm. Nein. Dieses Jahr im Knast, meinst du, dass ihm das insofern etwas gebracht hat, dass er, oder hat er doch auch... Nicht, das ist ja mein Problem. Ich habe ihn seitdem noch nicht wieder gesehen. Wie kommt das? Weil ich habe im Gefängnis also mit der Sozialarbeiterin Kontakt aufgenommen und ihn dann Sachen wieder hingebracht, was ich immer gemacht habe, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass er im Gefängnis war. Dann hat er mich dann immer angerufen, Mama, ich brauche dies, Mama, kannst du mir das kaufen, das und das? Und ich bin dann immer wieder hin und habe diesmal aber auch zur Sozialarbeiterin gesagt, wie beim letzten Mal, weil letztes Jahr hatte ich ihn wieder aufgenommen gehabt, dass sie ihm bitte mitteilen möchte, dass er mein Sohn ist, dass ich ihn liebe, aber er kann also jederzeit kommen, aber nicht mehr bei mir wohnen, nach dem, was letztes Jahr war. Und was war denn letztes Jahr? Hatte ich ihn wieder aufgenommen und habe ihm gesagt, er kann bleiben, also aber wenn ich sehe, er nimmt irgendetwas, dann ist bei mir Schluss. Und hat er was genommen? Er hat was genommen, aber er war nur der Meinung, es wären Tabletten gewesen. Ja. Und dann kam er dann auch nach Hause hier zu mir, wann er wollte. Ich habe ihm auch keinen Wohnungsschlüssel gegeben, habe aber gesagt, er möchte spätestens um 22 Uhr zu Hause sein, da ich früh aufstehen musste zur Arbeit. Mhm. Und dann hatte ich auch das erste Mal ein bisschen vor ihm Angst. Mhm. Hat er auch Geld genommen? Er hat mich nie bestohlen, was er auch sagen würde, er würde mich nie bestehlen. Das Einzige, was er mal gemacht hat, hier, da bin ich dann morgens aufgewacht und hörte die Korridortür. Und dann war alles hier verwüstet in der Wohnung und Blumen umgeschmissen aus dem Wasser. Entschuldigung, aus dem Fernseher lief das Wasser. Und dann hat er dann hinterher erzählt, er hätte wohl nur Alkohol getrunken und hätte einen Filmriss. Und ich
nehme an, er hat dann da irgendwas gesehen, er hat mit Gießkanne im Fernseher und... Ja, er kann halluziniert haben oder kann auch sein, aber ist ja auch egal, was es war. Es war auf jeden Fall das, was du dann vorgefunden hast. Du sagst, du hattest Angst vor ihm, weil er dich auch bedrohte, oder? Also ich habe dann bei mir zu Hause gesessen, weil er so halb am Einschlafen war. Und bin dann also nicht vorher schlafen gegangen, bevor ich mitgekriegt hatte, dass er fest schlief. Er hatte dann eine Zigarette in der Hand. Und dann habe ich, dass ich dann dachte, du nimmst ihm die Zigarette weg. Und dann bin ich dann auch ein bisschen lauter geworden von meiner Aufregung. Ja. Und habe dann gesagt, ich habe dir was gesagt. Ich möchte nicht, dass du hier irgendwelche Sachen nimmst. Und dann habe ich mich so auch hingestellt und hat er zu mir gesagt, du schreist mich hier nicht an und Dings. Er ist sonst eigentlich ein ganz lieber Junge. Aber er hat ja nichts getan, aber da war eine Angst schon da. Ja, ja. Und er ist dann eingeschlafen und dann bin ich auch schlafen gegangen. Ja. Und dann waren es 2 oder 3 Tage später, ist dann morgens weg und kam nachmittags wieder. Dann ist er dann auch weg von mir. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt dauert es nicht lange und es dauerte dann auch nicht lange. Ich von der Arbeit hatte einen Anruf und dann saß er dann auch schon wieder im Gefängnis. Ich habe ihn dann in der Stadt auch betteln sehen und traue mich jetzt auch nicht so richtig in die Stadt, weil ich gucke, ob ich ihn nicht wieder sehe und mache abends hier meine Klingel nicht an. Also lebst du alleine oder lebt dein Mann auch? Ich bin alleine mit dem anderen Sohn. Alleine mit dem anderen Sohn. Wie alt ist der andere Sohn? 19. Der hat ihn, Entschuldigung, Domian, der hat ihn am Entlassungstag, weil ich wusste von der Sozialarbeiterin, wann er entlassen wurde und da wurde ich schon nervöser, der ging dann abends mit dem Freund in die Stadt und kam dann nach Hause, hatte mich noch geweckt und hat mir gesagt, dass er ihn getroffen hat in der Stadt mit einer Reisetasche. Aber nichts gesagt, was er vorhatte. Nein, er hätte wohl auf einen Kumpel gewartet und... Aber interessant ist ja, dass er sich seitdem bei dir auch nicht gemeldet hat. Ja, das heißt, er respektiert schon deinen Wunsch. Ja. Oder deine Ansage. Und ich höre raus, wie du das erzählst und wie du das auch engagiert erzählst, dass du deinen Sohn über viele, viele, viele Jahre versucht hast zu helfen. Domian, ich habe alles mitgemacht, ja, ja, wo das rauskam. Ich habe mit ihm seine Platten verkauft, ich bin mit ihm in die Apotheke saubere Spritzen geholt und dann in Krankenhäuser rein. Dann kriegte ich Anrufe von Krankenhäusern, dann hatte ich ihn ein halbes Jahr nicht gesehen. Dann bin ich dann dahin, habe ihm Sachen gebracht, was zu rauchen gebracht. Und letztendlich hat das alles nichts geholfen. Er ist weiter auf der Schiene geblieben. Ja, ja, und ich war auch. Ich finde jetzt diese Entscheidung, die mögen vielleicht manche Leute im ersten Moment als hart empfinden. Ich empfinde sie nicht als hart. Sagen wir, ich finde, sie ist konsequent. Mhm. Sie ist auch richtig. Mhm. Weil auch du hast ja ein Recht auf Schutz, nicht nur vor körperlicher Gewalt, sondern diese ganze Geschichte macht einen ja psychisch wahrscheinlich auch völlig fertig. Ich bin schon krank, ja. Ja, das glaube ich. So, das ist das eine. Und das andere ist, vielleicht dahinter steckt ja die Hoffnung, dass wenn jemand wirklich kapiert, wo die Grenzen sind, dass das dann wirklich kapiert, vielleicht sein Leben in die Hand zu nehmen. Aber ich habe es ihm schon ein paar Mal gesagt, und es war schon mal eine Zeit lang so, dass dann Funkstille war und dann kam er aber hier und hat nachts geklingelt und... Ja, da musst du jetzt hart sein. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, genau das Ding. Der hat ja gelernt in seinen 32 Jahren, das ist ja schon ein hohes Alter und mit seiner ganzen Drogenbiografie, die er hinter sich hat, dass du irgendwie immer da warst. Ich bin auch zur Gerichtsverhandlung gegangen letztes Jahr und viele haben mir gesagt, erspar dir das. Und da habe ich gesagt, nein, ich gehe hin, ich möchte wissen, was war und wie lange und dies und das. Und er wurde dann da reingebracht und ich war die Einzige. Und die Richterin war noch sehr nett, die hat noch zu ihm gesagt, er ist noch kräftig, gesund, alles. Sie hat schon andere Fälle gehabt. Mhm. Er sollte versuchen, sein Leben in den Griff zu kriegen. Mhm. Und dann hat die Richterin auch erlaubt, dass er ein bisschen Zeit für mich haben kann, 10 Minuten. Dann hat er mich auch in den Arm genommen. Ich fing wieder an zu weinen. Er hat nur gesagt, oh Mama, musste dir das geben. Und ich wusste dann aber, wie lange und so schlimm, wie es sich anhört, Domian. Aber wenn ich wusste, er ist im Gefängnis, dann hatte ich Ruhe. Dann wusste ich, er hat was zu essen, er hat ein Dach über Kopf, er kann keine Dummheiten machen. Ja. Und er wusste immer wieder, wenn er zu Mama kommt, Mama hilft. Ja, ja. Und jetzt ist kalt draußen und ich weiß nicht, schläft da draußen. Ja. Ne? Dennoch glaube ich, dass du alles Menschenmögliche gemacht hast. Das sagt er mir auch immer. So, und ich glaube, dass es sogar sehr falsch wäre, wenn du jetzt genau das weitermachen würdest, was du all die Jahre gemacht hast. Vielleicht kommt er so zur Besinnung. Aber das ist sehr schwer. Und es ist natürlich, es ist kalt draußen, aber es gibt ja in unserem Land Gott sei Dank genügend Möglichkeiten, wo man auch, wenn man wohnungslos ist, und das scheint er ja vielleicht zu sein zurzeit. Er hat auch was zugewiesen bekommen.
Er hat sogar was zugewiesen bekommen. Das hat die Sozialarbeiterin mir gesagt. Das heißt, also wenn er jetzt wirklich würde wollen, könnte er es schaffen. Also dein Konflikt ist, deswegen hast du mich auch angerufen, was soll ich machen, wenn er wieder vor der Tür steht, oder? Oder wenn ich eine Stadt treffe oder so und er mich wieder bettelt, Mama, und wieder, und ich schaffe das diesmal und dies und das. Und klar, als ich Mutter... Ich möchte ihn gar nicht sehen und hören erstmal, weil ich nicht weiß, was passiert, wenn ich ihn hier aufmache. Klar, also als Mutter, das ist natürlich leicht gesagt von außen, das Klügste ist, radikal zu sein, die Tür zuzulassen, die Tür zuzumachen. Als Mutter tickt man dann natürlich auch anders, verständlicherweise. Dennoch musst du es machen, glaube ich. Ich glaube, alle Fachleute werden dir das auch gesagt haben, ne? Dass das ja, oder er steht unten und sagt, er hat Hunger und ich habe gesagt, ich lasse dich nicht mehr in die Wohnung, dann habe ich ihm was zu essen runtergebracht. Habt ihr denn, lebst du in einer kleinen Stadt, wo du ihm auch eigentlich leicht über den Weg laufen könntest, oder in einer größeren? Nee, ich kann ihm in der Stadt über den Weg laufen. Du kannst ihn über den Weg laufen. Aber immerhin ist das noch nicht passiert. Vielleicht ist er ja gar nicht mehr in der Stadt. Kann das sein? Ja, ich fahre zum Beispiel, oder wenn ich in der Stadt bin, dann fahre ich ja da auch lang, wo ich weiß, wo sich die Drogenabhängigen aufhalten. Da muss ich notgedrungen auch vorbei, wenn ich nach Hause will. Und ich habe ihn da noch nie gesehen. Seit der Zeit. Ich finde es wirklich eine harte Situation, muss ich ehrlich zugeben. Die Theorie und die Praxis ist dann doch zwei verschiedene Geschichten. Die Theorie sagt, du musst hart bleiben, ja. Klar, aber natürlich, wenn der Sohn vor der Tür steht und hat Hunger, welche Mutter sagt dann, geh weg. Ne? Ich würde gerne, hast du schon mal in all den Jahren dich irgendwie selbst psychologisch beraten lassen, wie man mit in deine Situation sich ordentlich verhält, richtig verhält? Hast du das schon mal? Ich hatte einmal, das ist aber schon Jahre her, hatte ich einmal beim Psychologen Gespräche geführt. Und dann bin ich nur zur Drogenberatung einmal gegangen. Also es gibt ja ganze Selbsthilferinge mittlerweile in Deutschland von Angehörigen von Alkoholikern. Weil die ja in ähnlichen Zwiespälten oftmals leben. Ich könnte mir vorstellen, dass es das für jetzt auf deinen Fall zugeschnitten auch gibt. Ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin, mit der Heidi jetzt mal sprichst. Einmal grundsätzlich, weil ich finde, dass du auch für dich was tun musst und für dich auch vielleicht auch dich lernen musst abzugrenzen. Aber interessant wäre es für dich sicherlich auch, wenn du mit anderen Eltern in Kontakt kämst, die in ähnlicher Weise betroffen sind und ihr Erfahrungen austauschen könntet. Dann würde ich dich bitten, Manuel, dass du auflegst und die Heide ruft dich an. Ich glaube so von meinem Gefühl her, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass du das richtig machst und dass du dir auch kein schlechtes Gewissen einreden lassen musst. Das habe ich wieder, ja. Ja, das glaube ich. Aber ich glaube, dass du, ich bin überzeugt davon, dass du es richtig machst. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Heide ruft dich zurück. Ich habe noch eine Frage. Ja? Soll ich ein Autogramm haben? Ja, dann sagt der Heide bitte gleich deine Anschrift und dann machen wir das ändern. Ich habe mich sehr gefreut, durchzukommen. Ich habe es schon so oft versucht. Ja, ich freue mich, dass es dann auch geklappt hat. Ja, danke schön, du. Manuela, alles Gute. Alles Gute für deine Sendung. Dankeschön, weiter. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Jessica. Jessica ist 20. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, Jessica. Hallo, ich habe eine Frage. Bei was für eine Sendung bin ich eigentlich? Du bist hier bei Verstehen Sie Spaß bist du hier. Nein, im Ernst. Wieso fragst du mich das? Ich habe ja bei der Seelsorge angerufen, gell? Ja. Also, ja, genau. Wann? Heute? Ja. Bei der Telefonseelsorge? Oder wo habe ich denn angerufen? Das weiß ich nicht, wo du angerufen hast. Das musst du doch wissen. Ja, auf jeden Fall habe ich da angerufen und jemand hat mir die Nummer gegeben, hat gesagt, da kann ich mir ein paar Rats holen, ja? Wie, die Telefonseelsorge hat dir unsere Nummer gegeben? Nein. Ein Bekannter hat mir die Nummer gegeben, hat zu mir gesagt, das heißt, wenn ich da anrufe, dann kann man mir ein paar Tipps geben. Das ist ja lustig, das heißt, du kennst mich gar nicht und kennst auch diese Sendung gar nicht. Nein, und jetzt bin ich ganz verwundert, das war das erste Mal, dass ich jetzt angerufen habe. Und schon bist du durch. Also wir unterhalten uns gerade live im Fernsehen, im Westdeutschen Rundfunk. Oh mein Gott, ja. Und live bei Radio 1 Live und im ARD-Digitalsender 1 Festival. Also man kann dich jetzt in ganz Europa hören. Nett. Okay. Aber das soll dich jetzt nicht verschrecken, sondern lass uns ganz normal sprechen. Um was geht's denn? Also es geht darum, ich muss mich entscheiden. Ich habe einen Beruf und ich arbeite gerne in diesem Beruf. Ja. Und ich wohne von meiner Familie 100 Kilometer weg. Darf ich fragen, was für ein Beruf das ist? Ich bin im Gewerbe tätig. Im Gewerbe? Was heißt das? Gastronomie. Gastronomie.
Ja. Aber du arbeitest nicht als Prostituierte. Um Gottes nein. Willen. Nein, entschuldige. Das ist nicht so nein, nein, nein. Weil du sagst, ich bin im Gewerbe tätig. Da dachte ich, na? Ach so, nee, gar nicht. Gastronomie. Ja. Ja. Und jetzt habe ich ein Jobangebot bekommen, in der Nähe von meiner Familie. Ja. Und bin am Überlegen, ob ich das tun soll. Wie? Aber ich... Ja, warum überlegst du? Eigentlich ist das doch eine tolle Sache, wenn man in der Nähe der Familie arbeiten kann. Ja, natürlich. Aber ich habe so eine Angst hinzugehen. Ich weiß nicht, ich habe Angst, irgendwas noch zu verpassen hier. Also eigentlich könnte ich nichts verpassen, weil das ist der reinste... Wo bist du denn jetzt, wenn ich fragen darf? In einem kleinen Dorf. In einem kleinen Dorf? Ja. Und du hast Angst, in einem kleinen Dorf was zu verpassen? So ungefähr, ja. Was könntest du da verpassen? Hast du dich verliebt oder wie? Nein, gar nicht. Wie weit ist dieses Jobangebot denn entfernt? Wie viele Kilometer? Ja, 100 Kilometer bei meiner Familie. Was ja auch nicht weit ist. Jetzt aber mal Butter bei die Fische. Was ist denn da los in dem Dorf, wo du wohnst? Warum möchtest du da bleiben? Ich weiß es nicht. Ach komm, wenn man das Gefühl hat, man versäumt irgendwie was, dann muss man auch sagen, was. Es ist einfach so, das ist bei mir ein bisschen kompliziert. Also, meine Mutter ist früh schwanger geworden mit mir. Ja. Und als mein richtiger Vater das mitbekommen hat, ist er abgehauen. Ja. Er hatte schon eine Frau und 4 Kinder. Ja. Nach 1,5 Jahren hat meine Mutter einen anderen Mann kennengelernt. Mhm. Und hat mit ihm geheiratet. Und es lief gar nicht gut. Ich habe sehr darunter leiden müssen. Mhm. Es sind viele schlimme Sachen passiert. Mhm. Und mit 10 bin ich dann von zu Hause weggelaufen. Ach so. Genau. Ach so, so hat zu Hause für dich gar nicht so was Schönes, Heimeliges. Sondern, überhaupt nicht. Also ich habe gar keine schöne Erinnerung an meine Kindheit. Du bist mit 10 Jahren von zu Hause weggelaufen. Ja. Bist du dann ins Heim gekommen danach? Genau. Und bist im Heim auch groß geworden? Genau. Und hattest du, während du im Heim warst, Kontakt zu deiner Mutter? Also, wie soll ich das sagen? Selten, ganz selten. Mhm. So, jetzt verstehe ich das schon ein bisschen besser. Und jetzt hast du ein Jobangebot in der Nähe von deiner Mutter und der Restfamilie. Genau. Und dieser Mann lebt da auch immer noch, Nein, von ihm hat sie sich scheiden lassen. Ah ja, aber die Mutter lebt da. Und Geschwister gibt es? Das ist auch so eine komplizierte Geschichte. Ja, das versuch's mal so mir grob zu erklären. Okay, also mein richtiger Vater hat ja 4 Kinder mit einer anderen Frau. Hm. Mein erster Stiefvater hat mit meiner Mutter noch ein Kind. Hm. Und mein jetziger Stiefvater hat 4 Kinder mit einer anderen Frau gehabt. Mhm. Ja. Also, aber meine Mutter wohnt mit meinem jetzigen Stiefvater alleine. Ja. Hast du Angst, in die Nähe von deiner Mutter zu kommen? Nee, also meine Mutter und ich, wir haben seit 1,5 Jahren gutes Kontakt zueinander. Ach so, das hat sich dann doch wieder verbessert jetzt. Das hat sich verbessert, wo du älter geworden bist. Genau, wo ich das dann auch besser verstanden habe, was alles passiert ist. Und da, wo du jetzt bist, in dem Dorf, was machst du da in dem Dorf? Wohnen und arbeiten. Auch in der Gastronomie? Ja. Und könntest du da nicht weiterarbeiten? Doch, ich bin immer noch dort. Aber du hast jetzt ein Jobangebot in der Nähe von der Mutter. Genau. Und warum arbeitest du nicht einfach weiter in dem Dorf, wo du jetzt bist? Weil es mich schon reizt, von hier wegzuziehen. Warum? Weil ich habe meine Familie unten, meine Großeltern auch. Ja. Ich habe Aufstiegsmöglichkeiten da unten. In dem neuen, ja. Genau. Die Großeltern, hast du zu denen einen guten Draht? Sehr gut, ja. Sehr gut. Und die wohnen auch da, wo du eventuell hingehen könntest. Ganz genau. So, Jessica, dann verstehe ich es doch immer noch nicht so richtig. Was, wenn du formulierst, gerade am Anfang, ich habe Angst hier, wo du jetzt gerade bist. Ich habe Angst, hier was zu verpassen. Ich kann dir das ungefähr so erklären. Ich bin hier groß geworden. Ich habe hier viel durchgemacht auch, obwohl meine Eltern nicht da waren. Ja, da war das Heim auch, wo du jetzt bist, da in der Gegend. Genau, also mit 16 bin ich raus und habe meine eigene Wohnung und meine Ausbildung gemacht. Da, wo du jetzt bist. Genau. Mhm. Und mit meiner Ausbildung bin ich ja schon lang fertig und bin jetzt berufstätig, Vollzeit. Und also es ist ein super Job und mein Chef ist total lieb und alles, also meine Kollegen, alles passt. Ach so, dann ist dieses Dorf, wo du da jetzt lebst im Moment, ist das schon so eine Heimat für dich, mit dem du gute Erinnerungen verbindest? Nein, nicht nur, aber das ist zumindest deine Heimat, wo einfach viel passiert ist. Genau, das ist einfach der sichere Umkreis um mich. Ja, weil ich und das andere bedeutet Unsicherheit,
da ist der Job neu, da ist eventuell die Erinnerungen an früher kommen da hoch. Nee, weil die sind ja umgezogen. Aha, jetzt wird's noch komplizierter. Ja. Jessica, also ja. Lass uns nochmal über den Job reden. Also der neue Job ist für dich interessanter. Verdienst du da auch mehr? Erlernter Beruf, genau. Genau, da hast du bessere Aufstiegschancen in dem neuen Angebot. Genau, die Chefin hat mich persönlich angesprochen und hat mir den Jobangebot gemacht. So, also da hättest du gar keine Bedenken. Das findest du eigentlich gut. Ja. Ja, so, dann der Job ist gut, die Großeltern sind da. Ja. In der Nähe, zu denen du ein gutes Verhältnis hast. Ja. Und die Mutter ist da, mit der du dich versöhnt hast. Genau. Eigentlich, so von außen betrachtet, wenn da nicht irgendwie ein Geheimnis noch ist, klingt das. Gar kein Geheimnis. Dann klingt es doch eigentlich so, Mensch, mach es. Mach es. Ist ein neuer Schritt in deinem Leben. Aber du hast Angst, das jetzt Vertraute zu verlassen. Mhm. Mhm. Hat das denn, ich frage das nochmal, hat das doch auch mit deiner ganz frühen Vergangenheit zu tun, dass du wieder in die Gegend gehst, wo du als Kind keine guten Erinnerungen hast? Sagen wir es so, in der Zeit, wo mein erster Stiefvater und meine Mutter zusammengelebt haben, das war ganz woanders. Mhm. Und jetzt, wo meine Mutter lebt, das ist ja ein ganz neuer Ort. Ach so. Genau. Also da hätte ich keine Erinnerungen an schlimme Sachen oder so. Dann würde ich es machen, Jessica, soweit ich das jetzt verstanden habe, die Problematik. Dann spricht er eigentlich so faktisch gesehen nichts dagegen. Der Job ist gut, du kriegst mehr Kohle, du hast Aufstiegschancen. Die Oma ist da, der Opa ist da, die Mutter ist da. Ja. Und es ist ja auch nicht die Welt, es sind 100 Kilometer. Wenn du mal besuchen willst, du hast da wahrscheinlich viele Bekannte und Freunde, wo du jetzt bist. 100 Kilometer kann man ja nur leicht überbrücken. Meine Freunde, also viele von meinem Freundeskreis sind weggezogen. Ach, siehste, also noch ein Punkt mehr zu sagen, ich mach den Wechsel. Genau, ich aber ich bin halt so vertraut. Und ja, aber du bist ja noch jung und du kannst ja auch noch neue Sachen ausprobieren und erleben. Ja klar, aber gerade vor diesem Schritt habe ich, also ich habe eigentlich nie Angst vor irgendwas, aber irgendwie habe ich vor diesem Schritt Angst. Kann ich auch schon erahnen, vor allen Dingen mit deiner Vergangenheit, wo du es auch wirklich nicht leicht hattest und immer dich hast vielleicht auch durchboxen müssen, dass man da auch Angst hat, so was Vertrautes zu verlassen. Aber wenn wirklich nichts, wenn du mir wirklich jetzt nichts Gravierendes verschwiegen hast, würde ich dir wirklich raten, das zu machen. Ich glaube, das ist ein guter Schritt, auch nochmal hin, zu mehr Selbstbewusstsein, zu mehr Selbstständigkeit, das ist dein Ding und du machst jetzt eine neue Stufe in deinem Leben. Ich find's gut, mach es. Du würdest mir fragen, das einfach. Ja, wäre meine Meinung, ja. Mhm. Dann. Ich hoffe, dass ich hier so ein bisschen mit meiner Meinung geholfen habe, Jessica. Okay. Und wünsche dir alles Liebe und alles Gute und wenn du es machst, wirklich einen guten, tollen Start. Danke, das wünsche ich dir auch, vor allem bei der Sendung, wo ich jetzt gesprochen hast. Genau. Liebe Jessica, alles Gute. Dir auch. Tschüss. Das war ja lustig. Nicole ist hier. Nicola. Nicole. Nicola, 41. Guten Morgen. Hallo. Ja, guten Morgen, Nicola. Um was geht's bei dir, Nicola? Und zwar hat mein Freund ein Problem, dass er gerne mal mit einer Frau neben mir was machen würde. Also er hätte gerne mal Bock auf einen Dreier? Genau. Aber du sollst nur zugucken, oder wie? Ah, ich soll mich auch eingeben oder tralala. Oder tralala. Also ein bisschen mitmachen oder auch nicht. Mhm. Wie lange seid ihr beiden Tuchteltauben denn schon zusammen? 10 Jahre. 10 Jahre? Mhm. Und seit wann hat er diesen Wunsch so ausgesprochen? Schon immer. Immer schon? Weil der steht ja eigentlich auf Filzaugen, aber ich bin halt blond und blauäugig. Aha. ist er denn dir in all den Jahren treu gewesen, weißt du das? Weiß ich nicht. Glaubst du es denn? Möchte ich auch gar nicht wissen. Ja. Wie ist denn euer Sex, wenn ihr alleine Sex habt? Und bisher habt ihr ja nur alleine Sex gehabt. Ich nehme ja schon das, was ich brauche. Du nimmst dir das, was du brauchst? Ja. Wie klingt das denn? Man kann einen Mann auch gebrauchen. Klar, wir werden ja immer gebraucht, wir Männer. Aber. Nein, das war jetzt ein Scherz. Das heißt, das ist nicht so voller Leidenschaft mehr zwischen euch beiden. Du holst ja deinen Sex da ab und er macht es irgendwie mit und gut ist, oder wie?
Nein. Also es ist immer ein Geben und Nehmen. Also doch. Ja. So, und jetzt hat er, aber liegt er dir in den Ohren schon seit so langer Zeit, er hätte gerne mal eine dritte Person dabei und vor allen Dingen dann auch eine Frau. Mhm. So, und wie findest du das? Scheiße. Ganz klar, ohne Wenn und Aber und... Ah nee, das also, kann doch nicht sein. Also gar... Kann doch nicht jemand nicht zugucken, wie er mit einer anderen Frau irgendwie rummacht. Das kann ich nicht. Mhm. Das pack ich nicht. Ist für dich undenkbar. Ich meine, das machen ja viele Pärchen, die so auch in Swingerclubs gehen oder mit anderen Pärchen Sex Nein, haben. Ist nicht dein Ding. Nein. Würde dich verletzen, würde dich dir wehtun. Nee, das würde mich umbringen. Ja. Und dich alles andere als scharf machen. Ah, nee. Gar nicht. Mhm. Ja. Ich kann mir Pornofilme angucken oder sonst irgendwas. Da geht es um fremde Männer, fremde Frauen oder sonst irgendwas. Aber nicht mit jemand, der das live mit ihm macht. Ja. Hat er denn irgendwie noch eine andere sexuelle Fantasie mal formuliert? Also wir haben alles schon irgendwie in der Form irgendwie eigentlich ausgelebt, in Anführungsstrichen, ja. Aber immer nur ihr beiden? So. Und haben doch irgendwie keine Tabus, dass wir irgendwie halt sagen, was den einen irgendwie antönt, muss der andere irgendwie ja. mitgeben oder mit umgehen oder ja. tralala. Ja. Aber... ich habe damit doch eigentlich kein Problem gehabt. Aber so wie der irgendwie eine wirklich echte Person irgendwie mitspielt, habe ich damit ein Problem. Also ich finde, das muss man gar nicht verstehen, sondern das muss man rigoros respektieren, wenn jemand das sagt, wie du es gesagt hast. Das musst du auch gar nicht begründen. Es gibt ja Menschen, die einfach das nicht wollen. Und Sexualität ist ein so kompliziertes Ding, dass man das sowieso nicht mit Logik und so irgendwie erklären kann. Wenn du sagst, ich habe da keinen Bock drauf und ich habe hundertprozentig keinen Bock drauf, dann hast du keinen Bock drauf, Punkt. Hm. So, aber dann habt ihr beide ein Problem. Hm. Ganz massives. Ja, ganz massives, ja. Hast du Sorge, dass, also oder anders gefragt, ist das ein ganz starker Wunsch bei ihm, dass er das gerne machen möchte? Ja. Du kennst ihn gut. Es gibt auch andere sexuelle Sachen, die ich halt von vornherein irgendwie ausklammer. Also was? Die möchte ich jetzt eigentlich gar nicht, was er irgendwie gehört haben. Ja. Was ich von vornherein gesagt habe, dazu bin ich als Frau nicht bereit, mache ich nicht. Ja, also da hat er auch schon Sachen gesagt, die er gerne machen würde wollen. Andere. Also über eine Grenze für mich irgendwie hinausgeht und wo ich halt gesagt habe, nein, möchte ich nicht. Mhm. Wobei er dann immer wieder an eine Grenze auch gekommen ist und wo ich immer gesagt habe, nein, nein, nein. Mhm. Und meine Frau dreimal nein sagt, ist für mich auch nein. Definitiv, ja. Und du hast gesagt, du willst es nicht sagen, aber nur vielleicht so ein Stichwort. Wohin will er gehen weiter noch? Will er in Richtung Sadomaso gehen oder? Nein. Nein. Hm. Es gibt den normalen Fick, ja? Hm. Es gibt Arschfick. Hm. Möchte ich nicht. Ah ja, verstehe. Okay. Auch klar, klare Aussage und auch klare Meinung und muss man auch wieder verstehen. Ja. Er will all diese Sachen machen, du willst es nicht. Glaubst du, dass er auf Dauer sehr unzufrieden wird, wenn er das nicht bekommt? Ja. Hast du Angst, dass die hast du Angst, dass die Beziehung vielleicht sogar kaputt geht deshalb? Ja. Wie läuft die Beziehung denn im Alltag so? Funktioniert das eigentlich gut? Nein. Auch nicht? Nee, weil es dann immer wieder auch zum Thema kommt. Ach so. Der halt permanent irgendwie Bock hat und tralala und mich irgendwie halt anmacht und so, ich habe einen geilen Arsch oder ich habe sonst irgendwas und da möchte er jetzt gerade und da sage ich, nee, kannst du gerade mal gern haben, aber geht nicht. Das könnte ich so ausdrücken, dass du dich von ihm auch irgendwie, obwohl ihr 10 Jahre schon zusammen seid, irgendwie sexuell immer bedrängt fühlst? Ja. Ja, das ist ja erstaunlich, ne? Nach 10 Jahren. Aber es ist so umgekehrt, wenn ich irgendwas von ihm möchte, blockt er. Mhm. Und ich möchte dann vielleicht eher Blümchensex oder möchte gar mal in den Arm genommen werden oder möchte pipapo. Ja. Und das versteht er halt nicht. Das Ganze strahlt jetzt soweit schon in euren Alltag. Ihr wohnt wahrscheinlich auch zusammen. Ja. Ja. Dass der Alltag schwierig wird und irgendwie belastet ist. Beschattet ist davon. Mhm. Genau. Seid ihr noch zärtlich miteinander? Nee. Auch mir fehlt. Er merkt es gar nicht. Mhm. Wie empfindest du denn noch für ihn? Was empfindest du für ihn? Wenn wir wirklich miteinander schlafen und wenn ich auch meine Macht irgendwie ausspielen kann. Bin ich ganz einfach Schwein. Also dann nehme ich mir auch das, was ich will.
Beim Sex. Dominik Fickelschwein. Mhm. Und das kann ich mir auch nehmen. Und soweit kenne ich auch meinen Körper, dass ich irgendwie weiß, jetzt blockt er irgendwann ab und sagt halt, roll ich mich halt ab. Aber da kann ich mir selber noch das erlegen, was ich selber möchte. Aber das packt er, ne? Dass er halt sagt, so eine Frau, brauche ich das? Brauche ich das nicht? Nun war meine Frage ja gewesen, was du für ihn empfindest noch. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Liebe? Ja, schon. Und auch dieses Vertrauen, was man halt zum Menschen hat, das überhaupt irgendwie, wem kann ich das sagen? Hm. Ihm kann ich das sagen, was mir fehlt oder ja, was ich noch möchte. Aber die ganze Sache scheint mir sehr verhakt zu sein bei euch. So verhakt, dass es möglicherweise gar nicht mehr geht, dass ihr beiden euch da auseinander bringt oder Klarheit in die Situation bringt. Wärst du ein Typ und wäre er ein Typ dafür, dass ihr beide zu einer Paarberatung mal gehen würdet? Ich war schon in einer Therapie und damals habe ich auch eine Paartherapie angestrebt. Da ist er dann sogar mitgegangen. Und er war überhaupt nicht bereit, sich da irgendwie in einer Form überhaupt zu öffnen. Ja. So. Das war okay. Zum Beispiel damals auch nur das Thema, Kinder zu kriegen, pipapo, und damit kann ich da irgendwie austappen. Also wenn das definitiv nicht geht und diese Sexualität, so wie du es gerade geschildert hast, so mächtig ist und immer mächtiger wird, dann müsst ihr ja eine Lösung finden oder das ganze Ding geht von alleine kaputt. Die Lösung wäre das für dich eine Lösung, dass du sagst, okay, das ist für uns irgendwie jetzt so sehr, sehr problematisch. Wir lassen uns gegenseitig einen Freiraum. Hol dir das woanders, was du brauchst. Das habe ich schon getan. Hast du schon getan? In 10 Jahren mehr als einmal. Und dann geht er immer nach Asien zu irgendwelchen Schlitzaugen und die himmeln die alle an. Sag das mal nicht so abwertend mit den Schlitzaugen. Das sind Menschen wie wir auch und das klingt nicht. Ich weiß, aber das sind halt einfach Frauen, die aus einem anderen Wirkungskreis irgendwie kommen, wie ich. Also das heißt, die Freiheit, die habt ihr euch schon gegeben und die hast du ihm auch gegeben und dennoch funktioniert es nicht. Ich bin auch nach Jamaika gegangen, hab mir da auch das geholt, was sie wollte. Du hast ja da Jungs geholt in Jamaika. Genau, Könnte man im ersten Moment denken, ja gut, dann das so könnte es doch funktionieren, aber es funktioniert nicht. Dann würde ich aber mal grundsätzlich die Beziehung in Frage stellen. Ist das überhaupt noch eine Beziehung? Will man als Paar noch zusammen sein? Wenn du auch so sagst, dass du emotional auch so wenig noch aussagen kannst, was da los ist, wäre es nicht vielleicht besser, wenn man es einfach entflechtet, in dem Sinn, dass man sagt, wir gehen einfach auseinander und bleiben, wenn das auch irgendwie geht, gute Seelenverwandte? Das haben wir in 10 Jahre lang gemacht. Bitte? Das haben wir alles schon in den 10 Jahren gemacht. Auch getrennt schon? Ja. Ja, aber dann seid ihr doch immer wieder zusammengekommen. Das heißt, da war schon noch eine Anziehung und es hat immer wieder funktioniert. Ja, aber was ist das? Was ist das, ja? Was ist das? Was ist das für eine Anziehung? Klingt für mich ziemlich marode, was du da schilderst. So, und es geht ja um dich, es geht ja auch um dein Gefühl. Du wirkst auch alles andere für mich als zuversichtlich oder glücklich, sondern sehr, sehr belastet durch die Sache. Ja, auch das ist so, ne? So müsstest du für dich mal durchspielen, was würde dich entlasten in deinem Leben grundsätzlich? Und wenn du das durchgespielt hast, vielleicht auch den Mut zu haben, das dann zu realisieren. Denn so sitzt du da irgendwie gefrustet in dieser Beziehung und kommst ja kein Stück weiter oder ihr kommt kein Stück weiter. Wenn ihr schon so viel ausprobiert habt, was bleibt denn noch übrig? Was bleibt übrig als eine endgültige Trennung letztendlich? Ich möchte jetzt nicht so pessimistisch enden, Nikola. Ist das im Ernst? Bitte? Ist das im Ernst? Also eine endgültige Trennung, das wäre das Einzige. Ja, ja. Ja? Ja, so wie du mir das gerade geschildert hast, würde ich fast dazu tendieren, zu Ja zu sagen, ja. Wobei man das natürlich nach einem 10-Minuten-Gespräch auch nicht so einfach sagen kann, aber ich glaube schon, ja. Jetzt geht aber die Sendung vorbei und ich bin ein bisschen im Bredouille und möchte dich auch nicht so einfach abwürgen. Deswegen möchte ich anbieten, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Bist du einverstanden? Okay, bis gleich. Tschüss. Ciao. Jo.
So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Nacht. In der Technik war Malte Imels. Morgen sind wir auch wieder da, in der Nacht von Freitag auf Samstag, auch wieder mit einer freien Themensendung, einer offenen Themensendung. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, da sind die Leitungen geschaltet. Um 1 Uhr sind wir hier bei 1 Live und im WDR Fernsehen und bei 1 Festival. Ja, und ihr könnt mailen. Und jetzt wünsche ich euch noch eine gute und schöne und angenehme Nacht. Bis dahin, ciao.